Ja, herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt gleich einen spannenden Vortrag von Lars Fischer hören. Ich gehe davon aus, dass er spannend ist, so wie die letzten Jahre auch. Lars. Lars ist Wissenschaftsjournalist und schreibt für Spektrum unter anderem. Und redet heute zu uns über wie und unter welchen Bedingungen arbeiten Journalisten. Mal gucken, jetzt hören wir mal wieder eine Meinung. Wir bereiten seinen persönlichen Shitstorm dann im Internet später vor mit diesem Vortrag. Lars, die Bühne ist dir. Ja, danke. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe dem Vortrag den Titel gegeben, Journalismus im Zeitalter des Jammers, des Untergangs, des allgemeinen Gejammers, des Umbruchs, des vielleicht könnte man sagen, der Veränderung. Aber so ganz klar ist es eben nicht, wo der Journalismus heute hingeht. Das liegt daran, dass sich sehr, sehr viel geändert hat in den letzten Jahren. Ich wollte erstmal anfangen mit einer kurzen Einführung. Ihr alle kennt ja Journalismus vom Ding her, was Journalisten sind, was Journalisten machen. So ein bisschen würde ich dann noch ein bisschen erklären, wie Journalisten sich selbst und ihren Beruf sehen, also wie wir gerne wären quasi. Und zwar, dann habe ich erstmal diese beiden Zitate, die eigentlich sehr, sehr gut treffen, was uns letztendlich von anderen Leuten unterscheidet, die ja auch anderen Leuten, für andere Leute schreiben, Literaten oder PR-Leute oder eben viele Blogger, die ich als Blogger habe eben auch eine etwas andere Einstellung dann dazu. Das erste ist, Journalisten wollen und sollen die Welt erklären. Es geht ganz dezidiert darüber hinaus, was im englischsprachigen Raum die Mode ist oder was im englischsprachigen Raum der Anspruch ist. Sie sagen ja, all the news that's fit to print, also wir zeigen, was passiert, wir sind neutral, wir zeigen beide Seiten, macht euch selbst einen Kopf quasi, und in Deutschland ist ja durchaus der Anspruch ein bisschen weitergehend, ein bisschen erklärerischer. Da wird natürlich drüber gestritten, ob das so richtig ist, ob man sich da nicht zurücknehmen sollte, ob wir das überhaupt können, aber das ist eben auch ein bisschen mein Anspruch als Wissenschaftsjournalist, denn eben nicht nur zu melden, sondern auch die Welt zu erklären und eben beim Aufbau eines Weltbildes bei meinen Lesern beteiligt zu sein. Und das Zweite ist natürlich der schwierige Teil von Hajo Friedrichs. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Das ist schwierig, aber es durchaus richtig, weil wir natürlich einerseits die Welt erklären möchten und jede Welterklärung ist auch ein bisschen subjektiv, aber jede Welterklärung sollte auch die Möglichkeit offen lassen, dass es andere Welterklärungen gibt. Das ist diese Neutralität und auch diese Neutralität gegenüber den eigenen persönlichen Vorlieben ist wichtig für Journalisten. Und daraus folgt dann natürlich, dass wir neutral sind, im Sinne, dass wir berichten, was Sache ist, und auch ganz bewusst neutral unsere Meinung zurücknehmen, hinter den Text zurückgehen, unabhängig natürlich, wie weit das realistisch ist, da kommen wir gleich noch zu, aber im Wesentlichen sollten Journalisten unabhängig sein, kritisch. Auch ein ganz wichtiger Punkt, uns von Spektrum der Wissenschaft wird oft vorgeworfen, wir wären Wissenschafts-Cheerleader, weil wir eben sehr viel einfach darüber machen, was Wissenschaftler heute Neues, Tolles entdeckt haben. Ist natürlich richtig, dass Journalisten, Wissenschaftsjournalisten auch Wissenschaft hinterfragen müssen, das ist eine wichtige Aussage, aber wir sagen dann immer, Kritik braucht eine Basis. Kritik braucht eine Basis im Weltbild. Und wir haben dann diese beiden Aufgaben, dass wir erst dieses Weltbild bauen, indem wir erklären, die Welt erklären, und dann auf dieser Basis dessen, was wir erklärt haben, dann auch kritisch gegenüber zum Beispiel der aktuellen Gentechnikstudie sein können, die ja doch
zu Recht sehr, sehr heftig kritisiert ist. Und da können wir als Journalisten dann auch zum Beispiel mal Meinung bringen und sagen, das geht so nicht. Aber die Grundlage dafür ist eben das Erklären. Außerdem, der nächste Anspruch ist, wir hecheln natürlich nicht immer nur allen möglichen Sachen hinterher, allen möglichen Pressemitteilungen. Wir sagen selbst, was wichtig ist. Wir haben selbst unsere Expertise. Und das ist auch die Begründung so ein bisschen, warum Journalisten sagen, dass man auch im Zeitalter des Internets noch Journalisten braucht. Denn Journalisten haben eben diese große Reichweite und Journalisten setzen eben die Themen. Wir sagen dann natürlich, Entschuldigung, wenn wir die Themen nicht setzen mit unserer Recherche, dann machen das die PR-Leute. Dann machen das die Presseabteilungen, dann machen das die Leute, die professionell Themen setzen mit anderen, möglicherweise kommerziellen Interessen. Wir Journalisten sind unabhängig. Wenn wir sagen, es ist wichtig, dann ist das aus diesem journalistischen Impuls raus, der dann doch noch ein bisschen vertrauenswürdiger ist. Das ist sozusagen unser Verkaufsargument. Die vierte Gewalt, reden wir alle drüber. Die vierte Gewalt, die anderen drei Gewalten kontrolliert, habe ich ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt, weil ich da dann schon an den Punkt komme, können wir das denn leisten? Das sind dann auch die Frage, die sich durch meinen gesamten Vortrag durchzieht. Können wir Journalisten diesen Anspruch erfüllen? Wie müssen die Bedingungen sein, dass wir diese Ansprüche erfüllen können? Und was können die Leser tun, damit Journalisten diese Ansprüche erfüllen können? Ich persönlich glaube, dass diese These von der vierten Gewalt heutzutage, Anfang des 21. Jahrhunderts, dass das eine Nummer zu groß für den Journalismus in seinem derzeitigen Zustand ist, muss man einfach sagen. Das mag in anderen Jahrzehnten anders gewesen sein, aber bevor man da wieder hinkommt, was ja das Ziel auch so ein bisschen ist, diese Kontrolle, da muss sich meines Erachtens ein bisschen was ändern. Und das Letzte ist dann wieder, wie treten wir unseren Gegenständen gegenüber? Wenn ich mit einem Wissenschaftler rede, soll ich quasi auf Augenhöhe von Chemiker zu Chemiker reden? Der Journalist sagt nein. Der Journalist sagt, ich sitze da quasi, wenn ich zum Beispiel einen Politiker interviewe oder einen Wissenschaftler interviewe, sitze ich da als Stellvertreter meines Lesers. Meine Leser sind alle möglichen Leute. Bei uns sind das Akademiker, aber das kann dann auch Oma Müller sein, die sich zu Spektrum der Wissenschaft verirrt hat. Das ist nicht häufig der Fall, klar. Aber wir müssen das ein bisschen im Hinterkopf haben, dass da jetzt nicht immer der studierte Chemiker sitzen würde, sondern auch mal jemand, der sagt, oh, ich interessiere mich für das Thema, ich habe aber keine Ahnung. Das heißt, die Frage, ob der Journalist fachliche Expertise braucht, ist sehr, sehr zweischneidig. Auf der einen Seite muss man als Journalist natürlich ein bisschen drin sein, ein bisschen verstehen können, was da vor sich geht. Auf der anderen Seite muss man sich als Journalist aber eben immer auf die Position des Lesers zurückziehen können. Immer dieser Anwalt des Lesers sein und dann eben auch mal sagen, so Lieschen Müller fragt dann, fallen da von meiner Katze nicht die Ohren ab? Zum Beispiel im Fall der Chemie. Das sind durchaus dann naive, aber legitime Fragen, die Journalisten stellen müssen. So, wenn Journalisten mit naiven Fragen kommen, also bitte nicht denken, der ist doof, sondern im Idealfall, manchmal ist er natürlich doof, klar, aber im Idealfall ist der Journalist dann der Anwalt eines Lesers, der dann auch mal einfache Fragen stellt. So, ja, eine gewisse Qualifizierung dessen, was ich hier erzähle. Es gibt sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Arten von Journalisten. Es gibt unter Journalisten auch viele unterschiedliche Meinungen darüber, wie Journalismus ausgestaltet sein sollte. Zum Beispiel die Positionen innerhalb der Verwertungskette. Da gibt es die freien Journalisten, quasi die rumlaufen und ihre Themen verkaufen. Dann gibt es Redakteure. Ich bin da so ein bisschen mittätig. Ich bin freier Journalist, ich bin aber auch Redakteur.
bei Spektrum der Wissenschaft. Das heißt, einerseits reiche ich Themen bei Zeitungen ein, andererseits bin ich auch der Typ, der da sitzt und die eingereichten Themen sich anguckt und denkt, ach du Scheiße, schon wieder so ein Blödsinn, ab im Mülleimer damit. Was für den freien Journalisten wiederum nicht so richtig erquicklich ist, wenn das passiert. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Medien. Ich bin Printjournalist, Onlinejournalist. Da gibt es durchaus Ähnlichkeiten, die Textform halt. Deswegen werde ich ein bisschen aus der Sicht von Print und Online hier erzählen. Hörfunk ist nochmal eine ganz andere Chose. Hörfunk ist die Situation besser, okay, die Gehälter besser, die Bedingungen besser. Im Fernsehen auch. Ich habe schon einige Fernsehjournalisten getroffen und alle Fernsehjournalisten, die ich auf den Schulungen und Konferenzen und so getroffen habe, die haben mir dann im Vertrauen gesagt, ja, aber ich gucke den Scheiß ja selbst nicht. Und ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber das gibt einem dann schon zu denken. Das Dritte ist unterschiedliche Herkunft. Man kann Journalistik studieren, Publizistik studieren. Man kann die Journalistenschule gehen oder was ich gemacht habe, was Richtiges studieren, Chemie, und dann als Quereinsteiger in den Journalismus gehen. Deswegen ist der Journalismus von den Hintergründen durchaus relativ divers. Leider nicht vom sozialen Hintergrund her, weil der Journalismus kommt doch recht überwiegend, gerade die Leute auf den Journalistenschulen, gab es neulich eine Studie, dass sie doch recht überwiegend aus der oberen bürgerlichen Mittelschicht kommen, mit der entsprechenden Perspektivenverengung. Ist auch so eine Geschichte, die man da im Hinterkopf behalten muss. Also es ist die Perspektive doch überwiegend einer bestimmten Schicht. Ja, und dann als Letztes die Funktion. Also es gibt unglaublich viele Leute letztendlich, die Journalismus betreiben. So, und jetzt kommen wir zu euch, zu den Lesern, bei denen Journalismus ja meistens in dieser Form ankommt. Das ist jetzt aus dem Wissenschaftsjournalismus genommen, aber es gibt eben in der Rezeption von Journalismus und von journalistischen Inhalten ein gewisses Stille-Post-Prinzip. Dass von Stufe zu Stufe in dieser Verwertungskette eine gewisse Verzerrung einsetzt, die einerseits natürlich dem System so ein bisschen immanent ist, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr viel mit den Strukturen des Journalismus zu tun hat, wie das funktioniert. Zwar, es gibt tatsächlich eine Art Verkaufskette. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel für Spektrum der Wissenschaft schreibe über ein aktuelles Paper, das rausgekommen ist. Normalerweise ist es heutzutage so, wenn ein Paper interessant ist, dann gibt die Pressestelle der Uni, gibt dann schon eine Pressemitteilung raus, das und das Paper ist da. Und natürlich, um die Journalisten dafür zu interessieren, muss die Pressestelle ein bisschen anspitzen, muss ich die interessanten Sachen rauspicken. Dann sitze ich da als Journalist respektive Redakteur, beziehungsweise in dem Fall so ein bisschen in der Doppelrolle, gucke mir das an und denke, okay, dieses Thema möchte ich jetzt in unserem Blatt haben. Dann habe ich meinen Chefredakteur, dem ich das ein bisschen verkaufen muss. Und da ich Chemiker bin und Chemieartikel nicht so richtig gut gehen, um es mal vorsichtig auszudrücken, muss ich dann das, was ich in der Pressemitteilung und Paper sehe, noch mal ein bisschen anspitzen, um meinen Chefredakteur zu überzeugen. Das läuft dann darauf hinaus, dann sagt der Chefredakteur, ja Lars, das ist ja ganz nett, das ist ein bisschen nerdig, mach mal was mit Alltagsbezug. Und dann schreibe ich einen Text und denke an Oma Müller und ihre Katzen mit den abfallenden Ohren. Und das muss dann da rein. Das heißt, wir haben
Einerseits natürlich dieses Mehr-Augen-Prinzip, dass da verschiedene Leute immer drauf gucken und eine gewisse Qualitätssicherung dann auch betreiben. Auf der anderen Seite natürlich aber auch so eine Tendenz, weil an jeder Stufe verkauft werden muss. Einerseits verkauft im übertragenen Sinne, andererseits verkauft tatsächlich an den Leser, dass da so eine gewisse Eskalation stattfinden kann. Und das sieht man durchaus häufiger. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Wenn ich als Journalist jetzt meinem Chef sage, okay, ich habe jetzt dieses Thema gefunden und das große Ding daran ist, der Wissenschaftler XYZ sagt, der Wissenschaftler ABC liegt vollkommen falsch und die liegen sich voll in den Haaren. Und dann sagt der Chef, ja geil, Konfliktstory und super, das funktioniert, machen wir. Ja, und dann gehe ich zu Wissenschaftler ABC und Wissenschaftler XYZ und frage nach und stelle fest, naja, sie haben unterschiedliche Meinungen, aber so richtig in den Haaren sind sie sich nicht. Jetzt habe ich die Story aber schon verkauft, quasi an meinen Chefredakteur. Was mache ich denn jetzt? Bei uns, bei Spektrum, ist das kein Problem. Da sage ich, Chef, tut mir leid, ist nicht so, ich mache was anderes. Es ist aber durchaus für einen freien Journalisten, der da draußen sitzt und Stories tatsächlich an Redakteure verkaufen muss, ja mal am Ende der E-Mail-Leitung sitzen und denen er dann gerade seine angespitzte Story hingeschickt hat, der kann sich nicht so einfach erlauben, so nach dem Tag zu sagen, ja, tut mir leid, ist nicht. Und Da muss man sich dann als Journalist schon ein bisschen überlegen, wie man einerseits natürlich ernsthaft bleibt, ehrlich bleibt, andererseits aber dann auch den Verkaufsdreh beibehält, weil man ja dann in dem Moment nicht nur gegenüber dem Leser, sondern auch gegenüber dem Redakteur, mit dem man da zusammenarbeitet, eine gewisse Verpflichtung eingegangen ist. Also das ist dann auch so ein Punkt, wo man, das sollte eigentlich einem guten Journalisten nicht passieren. Aber es passiert natürlich, ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert, dass ich dann ein bisschen auf dem Trockenen saß. Aber da kommen dann die Geschichten her, wo man dann so ein bisschen merkt, da hat der Journalist doch ein bisschen weiter gedreht, als er eigentlich hätte tun können. Und der zweite Effekt ist natürlich, dass man als freier Journalist dann ganz gerne auch auf Nummer sicher geht, damit sowas nicht passiert. Da kommt dann der Herdentrieb so ein bisschen her auch. So, das war so ein bisschen mein Schnellüberblick, wie Journalisten tatsächlich in der Praxis arbeiten. Das nächste sind jetzt mal Themen, die ihr alle schon gehört habt. Krise des Journalismus, wie geht das weiter mit den Zeitschriften, Zeitungen. Das wird oft natürlich aus der Sicht der Netzgesellschaft verhandelt dann. Aus der Sicht des Journalisten, ja, gehen wir einfach mal rein. Das ist eine Sache, Ausbeutungsmaschine Journalismus. Das ging jetzt vor ein paar Wochen rum, eine junge Dame, die Journalismus studiert hat und da wohl auch relativ gut drin war und dann versucht hat, ein Volontariat zu finden. Volontariat ist im Grunde, um echter Journalist zu sein, ist das die eigentliche Berufsausbildung. Macht man dann 2 Jahre Volontariat in einer Redaktion, in einem Verlag und dann ist man tatsächlich Journalist. Ich habe kein Volontariat gemacht bis jetzt, deswegen bin ich auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich Journalist nennen darf. Auf der anderen Seite ist Journalist kein geschützter Begriff, das heißt, ich darf. Gut, die Geschichte ist halt die, dass die junge Dame versucht hat, ein Volontariat zu kriegen und sie hätte auch Volontariate gekriegt, allerdings unbezahlt. Oder zu extrem unverschämten Bedingungen unter 1.000 Euro oder eben
Praktika angeboten gekriegt, so nach dem Motto, wenn Sie ein Volontariat bei uns haben müssen, dann müssen Sie erstmal ein unbezahltes Praktikum machen und dann überlegen wir uns, ob wir Sie als Volontärin nehmen. Und das hat sie ein paar Wochen mitgemacht und ein paar Monate und dann ist ihr der Kragen geplatzt. Das wäre dann aus der Rubrik Journalismus im Zeitalter der Ausbeutung. Da sind wir in der Honorardebatte drin. Es geht natürlich nicht nur um die Ausbildung, um die Volontariate, sondern es geht tatsächlich um das, was die freien Journalisten da am Ende bekommen. Und das ist eben nicht allzu viel, leider. Das Dumme ist ja, für Freiberufler, normalerweise wäre im Raum ist Freiberufler. Und sie kriegen alle Stundensätze, Tagessätze, Projektbezahlung, sondern? Das Problem im Journalismus ist, wir hätten gerne Stundensätze, Tagessätze oder feste Honorare. Spektrum zahlt feste Honorare, zumindest haben sie mir feste Honorare gezahlt, als ich für sie geschrieben habe. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass man für einen Artikel in Zeilen bezahlt wird. So ein Artikel, eine DIN A4-Seite lang, der hat in der Ecke 130 Zeilen, würde ich sagen. Und jetzt könnt ihr ja mal rechnen, es gibt Lokaljournalisten, die offensichtlich für 10 Cent pro Zeile arbeiten, das sind dann 13 Euro für so einen Artikel. Das ist nicht viel. Wenn man mal eine DIN A4-Seite nach all dem, was ich eben über den Anspruch des Journalismus, über das Selbstbild gesagt habe, wie viel Idealismus dann da drin steckt, für 13 Euro dann eine DIN A4-Seite für eine Lokalzeitung zu schreiben. Daran sieht man auch schon, dass Journalisten relativ leicht ausbeutbar sind, weil offensichtlich diese Zeilenhonorare, 10 Cent ist wohl ein Extremfall. Aber man kann sich ausrechnen, 2 Euro Zeilen Honorar beim 5000 Zeichen Text, dann sind wir ungefähr bei 200 Euro. Zusätzliche Spesen obendrauf gibt es nicht mehr. Gab es früher schon, aber heutzutage ist es in der Regel da schon drin enthalten. Wenn ich sage, für so einen 5000 Zeichen Text über ein wissenschaftliches Thema, da arbeite ich, schreibe ich, telefoniere ich einen Tag, vielleicht anderthalb, dann sind diese 200 Euro minus Steuern kein besonders leckerer Stundensatz und das ist bei Tageszeitungen oder größeren Zeitungen schon das höchste der Gefühle, diese 2 Euro. Das heißt, freie Journalisten knapsen ganz extrem am Existenzminimum, weil die Honorare nicht funktionieren. Der Effekt ist dann natürlich, wenn ich für ich sag mal, im Schnitt ist es so 80 bis 120 Euro, was ich für so einen Text für eine Tageszeitung oder Wochenzeitung dann bekomme. Ich schreibe hauptsächlich für Spektrum, da bin ich wesentlich besser bezahlt, glücklicherweise. Aber ich schreibe eben auch noch für andere Zeitungen, da sind 80 bis 120 Euro für so einen Text üblich. Und da kann ich halt nur bis zu einem bestimmten Punkt recherchieren. Ja, da kann ich eben nur bis zu einem bestimmten Punkt Aufwand reinstecken und Da wird dann immer von den Lesern gesagt, ja, der Journalist muss doch mal recherchieren. Mein Junge, für 80 Euro kann ich nur. Die Leute, die damit eine Familie ernähren müssen, die haben ein echtes Problem. Vor allem, wenn das Thema ein bisschen komplexer ist, wenn sie mit mehreren Leuten reden müssen. In meinem Fall zum Beispiel als Wissenschaftsjournalist, wenn ich dann auch noch ein, zwei Paper lesen muss und so. Also das ist dann ein großes Problem. Wie viel können wir für diese Honorare leisten? Dann gibt es das Problem mit den vereinbarten Honoraren. Es gibt eine Honorartabelle mit Honoraren, von denen man leben kann. Die hat der DJV, der Deutsche Journalistenverband, rausgegeben und versucht sie jetzt durchzusetzen. Das Ganze hat den Haken. Es hat sich nämlich Folgendes begeben, hat eine Journalistin für eine norddeutsche Regionalzeitung meinen Artikel geschrieben, mit der sie auch schon seit Jahren zusammenarbeitet, hat gesagt, hier, DJV-Honorartabelle, ich möchte bitte dieses Zeilengeld, das da per Verhandlung empfohlen wurde, das möchte ich gerne haben.
hat sie einen Brief von dieser Zeitung gekriegt, ja, liebe Frau, tut uns ja leid, Ihnen sagen zu müssen, dass unser Geschäftsverhältnis damit beendet ist. Das heißt, das Problem mit den Honoraren ist so ein bisschen, dass man als freier Journalist einfach so sehr auf die Auftraggeber angewiesen ist, dass man die normalen Honorarsätze einfach nicht durchsetzen kann. Der DJV, der klagt regelmäßig und auch mit lobenswertem Engagement immer wieder gegen alle möglichen Verträge, gegen Total Buyout-Verträge, gegen zu niedrige Zeilensätze, mit begrenztem Erfolg, einfach deswegen, weil freie Journalisten momentan keine wirkliche Marktmacht haben, keine wirkliche Lobby. Da haben sich vor ein paar Jahren die Freischreiber gegründet, die daran was ändern möchten und daran auch schon sehr arbeiten. Aber das Abhängigkeitsverhältnis ändert sich dadurch nicht. Und das ist dann ein bisschen die gruselige Realität, dass man da so ein bisschen abhängig ist. Dann hier noch der Punkt kostenlose Weiterverwertung. Da hat man bestimmt bei der Urheberrechtsdebatte auch schon mal drüber geredet. Wenn ich einer Zeitung einen Text verkaufe, dann darf diese Zeitung diesen Text nicht nur da drucken, wofür ich den Text halt geschrieben habe, sondern quasi beliebig zum Beispiel online weiterverwerten und in einigen Fällen sogar weiterverkaufen. Das ist mir glücklicherweise noch nicht passiert. Gibt es aber, kenne ich einige Leute, denen das passiert ist und die dann im Dreieck gesprungen sind. Natürlich, ne? Und wenn ich dann meine 80 bis 120 Euro für den Text kriege und der Verlag verkauft das dann nochmal weiter an andere Akteure, das ist ja Geld, das bei mir verloren geht. Ja, und der Kern des Problems ist natürlich, dass die Verlage da im Wesentlichen ja, einen realen Kostendruck weitergeben, der hier herkommt aus der Geschäftsmodelldebatte. Die Geschäftsmodelldebatte wird überwiegend in Bezug aufs Internet geführt. Die Realität ist aber, es gibt inzwischen auch ein Geschäftsmodellproblem auf Papier. Nicht für alle, aber für eine ganze Menge, weil die Auflagen sinken, weil die Anzeigenpreise sinken. Es gibt unglaublich viel Freiraum für Anzeigen im Internet. Anzeigen im Internet sind cooler. Anzeigen im Fernsehen haben eine größere Reichweite, weil eben die Auflagen sinken. Das Leseverhalten der Leute ändert sich generell, muss man sagen. Früher war das tatsächlich so, für einen Wissenschaftler oder für einen Berufstätigen war das ganz normal, eine Stunde am Tag Zeitung zu lesen, eine Stunde am Tag Magazin zu lesen. Die Stunde am Tag Zeit haben sie heute immer noch, aber sie haben natürlich völlig andere Prioritäten dabei. Und die, muss man mal so hart sagen, die Leute sind dann meistens dann lieber eine Stunde im Internet, weil, muss man auch so hart sagen, das Internet einfach oft geiler ist. Und kennen wir ja alle. Das heißt, das Zeitbudget der Leute hat sich geändert und dann fallen zum Beispiel auch Zeitschriften wie Spektrum einfach hinten rüber, weil die Leute die Zeit nicht mehr haben, die sagen dann, Spektrum, tolle Sache, mag ich unglaublich gerne, komme ich nicht mehr zu. Ja, Geschäftsmodelldebatte, da fällt immer der Begriff Internet. Das Problem ist natürlich die Rolle des Internets. Ist überhaupt noch nicht klar, wie Journalismus im Internet funktioniert. Das wäre das, was ich am Anfang gesagt habe, Journalismus in Zeiten des Übergangs, des Umbruchs. Weil das werden die meisten Leute hier im Raum besser wissen als ich. Wir stehen ja erst am Anfang dieser sogenannten digitalen Revolution. Jetzt kommt das mobile Internet mit Pads, mit mobilen Geräten generell. Und auf diesen mobilen Geräten wird es ganz andere Plattformen geben, um Inhalte zu konsumieren. Da ist erstens die Frage, lesen die Leute da Texte und Bücher auf diesen Plattformen? Ich sage, ja, werden sie auf jeden Fall, ganz sicher. Die Frage ist dann aber, wer verdient da dran? No, verdient dann der zum Beispiel Apple, der Pad-Hersteller wird da dran wahrscheinlich verdienen an dieser Vermarktungsplattform.
dann möglicherweise die Leute, die Vermarktungsplattformen programmiert haben. Die Frage ist, wie viel bleibt dann für die Verlage übrig und wie viel bleibt dann ganz am Ende noch für die armen freien Journalisten übrig? Wissen wir nicht. Und da haben auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen recht düstere Vorahnungen, völlig zu Recht. Dann die Qualitätsdebatte, das interessiert jetzt die Leser wahrscheinlich am meisten. Das eine habe ich erwähnt, wir haben weniger Zeit, weniger Ressourcen. Wir würden natürlich gerne jedes Mal die großen Grimme-preiswürdigen Geschichten machen. Wir haben weder die Zeit, die Ressourcen und wir werden dafür letztendlich auch nicht bezahlt. Dann ist es natürlich für Journalisten ein bisschen unglücklich, dass sich die Leser inzwischen organisieren und uns ordentlich auf Decke geben, ziemlich regelmäßig. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht, das kommt auf den Einzelfall an, aber dadurch, dass viel mehr darüber diskutiert werden kann, wie, ja, was Journalisten schreiben, ob das stimmt, dass das viel mehr nachgeprüft werden kann über Google, natürlich diese Ansprüche ganz massiv gestiegen und dann natürlich auch die Wahrnehmung, dass die Qualität gesunken ist. Einerseits ist das Wahrnehmung, auf der anderen Seite natürlich dann eben auch durchaus Realität. Steigender Einfluss von PR und Marketing, hatte ich auch schon so ein bisschen erwähnt. Gibt diese ganzen Akteure, die jetzt in den Markt drängen und ihre eigenen Botschaften weiterverbreiten, mithilfe von eigenen Magazinen in der Forschungsszene ist das relativ üblich. Das Max-Planck-Gesellschaft hat ihre eigene Zeitschrift, Fraunhofer hat ihre eigene Zeitschrift. Die haben alle Pressestellen, die alles Mögliche lancieren. Die kommen mit ihren eigenen Blogs, zum Beispiel bei uns auf den Sci-Logs. Dann auch und natürlich. Die zielen natürlich auch auf die reichweitenstarken Leute, auf die glaubwürdigen Leute. Das sind immer noch wir, die Journalisten. Das heißt, wir haben wenig Ressourcen, wir haben wenig Zeit. Viele freie Journalisten verdienen auch sehr, sehr wenig Geld. PR und Marketing haben das. Sie haben Ressourcen, sie haben Zeit, die haben Geld. Und da entwickelt sich durchaus ein Sog auf den Journalismus, den man ein bisschen im Auge behalten muss. Einerseits dadurch, dass wir, auch schon erwähnt, wir sind inzwischen bei unseren Meldungen relativ abhängig von Pressemitteilungen der großen Journals. Das verursacht natürlich ein gewisses Ungleichgewicht in Richtung der großen Journals. Dann führt das natürlich auch zu einer Eskalation der Pressemitteilungen ein bisschen. Das nächste wäre dann freie Journalisten, wird auch nicht gerne drüber geredet, aber viele freie Journalisten machen nebenher PR, weil in der PR nun mal seriöse Honorare gezahlt werden und im Journalismus nicht. Das ist die berühmte Quersubventionierung, da muss ich auch sagen, wenn man damit ein bisschen redlich umgeht, sehe ich da. Es ist natürlich schade, dass man es machen muss, aber wenn jemand als Journalist einigermaßen integer ist, kann man das auch trennen. Und dann gibt es natürlich bei den Zeitungen, Magazinen immer mehr noch die Frage, was verkauft sich jetzt? Was wollen die Leute lesen? Und da erodieren natürlich auch gewisse Hemmschwellen. Und wenn man sich mal anguckt, ich weiß nicht, ob vor 20 Jahren die Zeit dieses große Interview mit dem Herrn Gutenberg gemacht hätte, das sie vor ein paar Monaten gemacht haben. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Spiegel vor 20, 25 Jahren Auszüge aus Sarrazins Buch gedruckt hätte. Das sind so Tendenzen, da kann man jetzt nicht auf einzelne Sachen mit dem Finger zeigen, aber natürlich hat man das in so einem Verlag immer im Hinterkopf. Ne? Unsere Auflagen gehen runter, wir kämpfen um Aufmerksamkeit. Wie können wir noch mehr, wie können wir unsere Leser zurückholen? Und da, wie gesagt, da erodieren durchaus gewisse Hemmschwellen bei allen Beteiligten. Ja, dann mal so gesagt,
Das klingt natürlich alles relativ negativ. Auf der anderen Seite gibt es auch Positivbeispiele, natürlich. Also es ist nicht alles in der Tonne. Es gibt, oder man muss es wirklich so sagen, wenn Journalisten nicht die Idealisten wären, die sie sind, weit überwiegend, dann wäre der Journalismus noch viel tiefer in der Tonne. Na, gegen diesen Druck von PR, gegen diese niedrigen Honorare, diese Ideale dann noch hochhalten und dann auch die Recherche leisten, die eigentlich gar nicht mehr bezahlt werden, das tun viele Journalisten noch. Und deswegen ist der Journalismus wesentlich besser, als es wäre, wenn das tatsächlich alles Zyniker wären, die sagen, okay, ich mach das, dafür werde ich bezahlt und den Rest lasse ich. Das macht Journalisten natürlich relativ ausbeutbar, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet es nach wie vor, dass der Vertrauensvorschuss den Journalisten noch in vieler Hinsicht bekommen, zumindest zu einem beträchtlichen Teil noch gerechtfertigt ist. Das kann man bei allem Negativen, was man so erzählt, durchaus sagen. Und es gibt auch Zeitungen und Zeitschriften, die noch wachsen. Es gibt neue Magazine, die große Wachstumsraten haben. Spektrum hat jetzt zum Beispiel ein Kinder- und Jugendmagazin über Wissenschaft rausgegeben, das relativ gut läuft, relativ neu. Also es gibt immer noch die Nischen, wo man guten Journalismus machen kann, wo man guten Journalismus Geld verdient. Und es gibt auch noch Verlage, die freie Journalisten durchaus angemessen bezahlen, zum Beispiel Spektrum. Gefällt mir. Ja. Ich glaube, der Herr Zinken ist in der, aber ich meine, der ist ja nicht mein direkter Chef. Nee, aber das muss ich einfach, nachdem ich da so ein bisschen draufgehauen habe, jetzt muss ich das einfach sagen. Also ich persönlich habe im Moment gar nicht so den Grund, mich zu beklagen. Aber ich sehe das halt bei vielen meiner Kollegen, die tatsächlich freiberuflich unterwegs sind, dass es eben auch das andere gibt, dass die Situation gerade für die freien Kollegen oft sehr, sehr unangenehm ist, auch wenn es noch einige gibt, die davon ganz gut leben können. Tja, Frage ist, was kommt, wo geht der Journalismus hin? Ich denke, der Journalismus wird, solange die Leser zu diesem Ideal der einigermaßen neutralen Berichterstattung, Solange sich die Leser hinstellen und sagen, ich möchte unterscheiden, ist das ein PR-Text, ist das ein journalistischer Text, hat dieser Typ gut recherchiert oder für wen schreibt er, sondern solange Leser noch bereit sind, sich die Texte anzugucken und an diesen Kriterien zu messen, und das sehe ich ja auch an der Journalismuskritik, natürlich wird da Wert drauf gelegt. Und ich denke, solange wir Kunden haben, die das wertschätzen, müssen es den Journalismus auch geben. Die Frage ist, wie viel, in welcher Form, wer verdient daran, welche Rolle hat das Internet? Ja, mit diesem großen Fragezeichen möchte ich dann in die Diskussion gehen. Fragen, Anmerkungen? Ich fange mal direkt an. Also ja, ich glaube, es wird weiterhin Magazine geben, wie du sie beschrieben hast. Ich glaube, das Problem im Journalismus ist vor allem Zeitungen und also Zeitschriften, sei es jetzt der Spiegel, sei es auch die Taz, die immer schlechter wird, also von der Qualität her, oder auch andere Tageszeitungen. Und ich glaube, dass es da noch mit der Qualität noch ein viel größeres Problem ist, als jetzt zum Beispiel bei dem Haus, wo du arbeitest, oder auch andere Magazine, die hier draußen erscheinen, die PM zum Beispiel, hat auch zeitlang stark nachgelassen, die ziehen wieder an, aber andere, ja, also ich glaube, das Problem ist vor allem bei den Tageszeitungen und bei so Sachen wie Spiegel, Stern, Fokus, da vor allem, glaube ich, auszumachen. Also noch viel krasser als jetzt bei den Magazinen, wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, dass auch die Leute, die lesen das und es beschwert sich halt keiner drüber. Oder marginale Lesereinheiten beschweren sich drüber, dass das alles so dahingerotzt ist und hingeludert ist. Gerade auch, weil irgendwie es gibt Menschen, die ja nur noch irgendwie Spiegel online lesen und den Printspiegel gar nicht mehr, die durchaus Unterschiede haben in der Qualität.
Ja, und also ich glaube, dass dieser Online-Journalismus echt ein Problem ist, also gerade für die, die irgendwie mehrfach am Tag updaten, also wo irgendwie passiert was und 10 Minuten später ist ein Text online, der ist halt dann auch meistens in der gleichen Qualität geschrieben. Wirkt oft Copy-Paste irgendwie aus älteren Beiträgen, die haben da glaube ich schon so vorbereitet. Und ich glaube, das ist ein viel größeres Problem als jetzt Wissenschaftsmagazine, wo auch natürlich die PR starken Einfluss hat. Aber ich glaube, die haben noch stärkeren Einfluss bei halt Zeitungen und Zeitschriften. Wir kennen das ja auch, wenn irgendwie plötzlich die FAZ eine Seite über Geldanlagen macht und dann in den Text stehen irgendwelche Produkte drin, aber es fehlt das Wort Anzeige oben drüber. Ja, das ist so mein Anmerkung. Ja, das ist natürlich ein Punkt, der sehr spezifisch für den Online-Journalismus ist. Dieser Zeitdruck, dieser Aktualitätsdruck, den sich ja auch die Branche so ein bisschen selbst auferlegt hat. Ne? Dieser Anspruch, schneller als Twitter zu sein, wo man... ja, das ist auch eine Diskussion bei uns in der Redaktion durchaus. Wir machen ja auch online und aktuelle Berichterstattung auf diesem Embargo-Level. Es gibt ja diese Presse-Embargos, dass wir eine Woche vorher schon erfahren, welche Paper zu dem und dem Zeitpunkt rauskommen, dass wir uns das durchlesen können, dass wir was rausbringen können und dann in dem Punkt, in dem dieses Embargo abläuft, wenn das also offiziell draußen ist, dann haben wir auch unsere Meldung draußen. Aber das ist natürlich ein völlig künstlicher Druck, bei dem ich auch nicht so ganz genau weiß, wo der herkommt. Das macht halt die Branche, die sich da so ein bisschen gegenseitig antreibt, so nach dem Motto, ja, es gibt dieses Embargo und wir wissen, alle haben dann diese Meldung relativ bald danach raus, also müssen wir relativ bald danach auch diesen Kram raus haben, sonst sind wir zu spät dran. Wie gesagt, ist eine laufende Diskussion, wie sinnvoll das in der Wissenschaft ist. Und das ist auch eine laufende Diskussion, was das natürlich mit dem Online-Journalismus macht, wenn die ganzen News-Seiten sich regelmäßig so schnell aktualisieren. Es wird ja nachgefragt, gerade zu Spiegel Online gehen die Leute ja, weil es ja so häufig aktualisiert wird, weil man da diese Aktualität hat. Es ist ein Problem, aber es ist eben auch das, was man online natürlich relativ gut machen kann. Man kann schnell reagieren und es geht ja auch dahin mit diesen sich entwickelnden Erzählformaten, wo man auf Journalismuskonferenzen durchaus darüber redet, dass man sagt, man stellt nicht einen fertigen Artikel rein, sondern man überlegt sich Formate, wenn jetzt irgendwas läuft, dass man im Grunde die Artikel kontinuierlich aktualisiert, aufbaut. Im Grunde so ein bisschen wie ein Live-Blog, aber dann ja, muss man gucken, ob man dafür eine richtige journalistische Form findet. Da wird drüber nachgedacht, ob man auf diese Weise dann nicht so ein bisschen diesen Aktualitätsdruck, die dadurch entstehenden Fehler ausmerzen kann. Ja, es ist ein Problem, hast du schon recht. Ja, also es ist wie folgt, ich habe das jetzt so wahrgenommen, es gibt eine Asynchronität zwischen sozusagen Angebot und Nachfrage für jemanden, der sozusagen freier Journalist ist. Jetzt ist meine Überlegung, was es für Möglichkeiten gibt, um eine gewisse Unabhängigkeit einem Journalisten wieder zurückzugeben. Sprich, gibt es irgendwie so parallele Einnahmemodelle, also zum Beispiel, du hast ja den Fischblock, ja. Und ich weiß nicht, du nutzt ja, glaube ich, auch Flatter. Weil dann wäre für mich jetzt so eine Frage, kann man damit in etwa vergleichbare, weil 80 Euro hört sich ja fast schon überschaubar an, dass man das sogar mit Flatter hinbekommen könnte, wenn man einen guten Beitrag hat. Nein, im Leben nicht. Also ich habe Flatter jetzt spezifisch selbst nicht ausprobiert, aber einige haben es ausprobiert, was ich da nebenher so erfahren habe, was da im Monat zusammenkommt, ist ein gutes Mittagessen. Das ist so die Phrase, die da im Hinterkopf bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, wie da andere Leute Erfahrungen gemacht haben, ob da mehr bei rumkommt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die jetzt existierenden Micropayment-Modelle da
was bringen. Also es gibt natürlich alternative Einnahmequellen, als Journalist zum Beispiel Vorträge halten, die dann auch manchmal bezahlt wird, wenn man ein bisschen Glück hat. Es ist nicht die Regel, aber es passiert durchaus und dann auch nicht ganz ohne. Oder man macht halt die berühmte PR oder man gibt durchaus freie Journalisten am unteren Ende, die dann auch tatsächlich Beihilfe vom Staat bekommen. Hartz IV und so ein Kram. Wenn man das jetzt als alternatives Erlösmodell bezeichnen will. Aber man muss sehen, wo man seine Kohle herkriegt und das Internet, was man da so rauskriegt, ist einfach noch nicht so viel. Ja, du selber bist an? Ja. Ja. Du selber hast ja schon das Thema der vierten Gewalt. Kann der Journalismus das überhaupt noch als Anspruch sozusagen einlösen, kritisch beantwortet? Ja. Und unter dem Vorzeichen deiner Darstellung macht das ja eigentlich hoffnungslos. Wir kommen ja offenbar wohl nicht mehr in die Möglichkeit, dass sich die Medien finanzieren. Und wenn ich das mit dem Internet richtig sehe, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja und nein. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir in 5, 6 Jahren tatsächlich ein digitales Medienökosystem auf der Basis mobiler Plattformen haben, in dem richtig Geld fließt. Einfach deswegen, weil man auf den mobilen Plattformen relativ simple Bezahlsysteme und relativ simple Downloadsysteme haben wird. Und dass die Leute dann einfach dann im Bus sitzen und sagen, ach, ich guck mal, was die FAZ schreibt. Und das dann quasi per Bezahlsystem dann auch rüberziehen kann. Also es geht, die Methode, also die Idee geht ja auch weg vom freie Verfügbarkeit von Inhalten hin zu Paywall. Und ich denke, das wird mit den neuen Plattformen dann auch wieder so ein bisschen funktionieren. Und insofern wird da auch der Druck ein bisschen runtergehen. Und ich denke dann, wenn es da so ein paar stabile Ertragsmodelle gibt, wenn es da ein bisschen konsolidiert hat und natürlich, wenn dann auch, muss man leider sagen, einige Akteure aus dem Markt verschwunden sind, dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge freie Journalisten sich was anderes suchen müssen. Aber wenn dann diese Konsolidierung da ist, quasi übergeordnet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Presse diesen Anspruch wieder einlösen kann, wenn diese finanzielle Unabhängigkeit durch die neuen Plattformen oder eben auch durch einen konsolidierten Printmarkt gegeben ist. Also ich sehe schon, dass man mit den Inhalten Geld verdienen kann und Geld verdienen wird und dann eben auch diese übergeordnete Aufgabe erfüllen kann. Da bin ich so pessimistisch gar nicht. Da bin ich eher auf der individuellen Ebene pessimistisch, so dass ich mich letztendlich fragen muss, welche Zukunft habe ich in dieser Branche? Da muss ich mir halt Gedanken machen, aber die Branche selbst wird schon irgendwie durchkommen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Ja, ich habe zwei Themenkomplexe. Ich glaube, ich stelle erstmal den einen, damit wir das nicht vermischen. Das eine ist, sagen auch nochmal zu dem ganzen wirtschaftlichen Thema, aber was mir mehr noch jetzt auf der Seele und Zunge brennt, ist die Frage, sind Journalisten eigentlich, also verhalten die sich fair gegenüber der Politik und Politikern? Und was mir aufgefallen ist, erstmal durch die Berlin-Wahl habe ich festgestellt, dass nach wie vor erstmal die klassischen Medien tatsächlich, und das zeigen, glaube ich, auch viele Studien in Deutschland, immer noch hauptausschlaggebend sind für die Wahlentscheidung. Das heißt, die 8,9% in Berlin waren erst möglich, als tatsächlich die klassischen Medien, Print, Fernsehen wirklich angefangen haben, zuhauf zu
berichten und es war halt sehr viel positive Presseberichterstattung. Jetzt hat sich das langsam begonnen zu normalisieren und mein Eindruck ist, dass halt aufgrund verschiedenster Zwänge, Verkaufszwänge, erstens Politik, da schalten viele einfach um oder ab. Das ist fast so ein bisschen so ein Nischenthema, es sei denn, es geht irgendwie um Skandale und ich sehe halt grundsätzlich so die Tendenz, dass wenn über Politik geschrieben wird, 95% der Artikel jetzt unabhängig, um welche Partei oder Personen es gibt, eigentlich eher negativ sind und ein negatives Bild vermitteln und frage mich so, ob es da einen Ausweg gibt, weil das treibt dann natürlich auch so Politikverdruss und es will aber vermutlich niemand was Positives über die Politik lesen, habe ich das Gefühl, und es verkauft sich nicht. Aber vielleicht kannst du da erstmal noch was zu sagen. Ja, begrenzt. Ich bin natürlich kein Politikjournalist und das wäre natürlich eine Frage, die an die Kollegen aus dem Ressort geht. Nach meiner Beobachtung ist das natürlich so, dass Politikberichterstattung so ein bisschen wie Chemie funktioniert, so quasi, wie Chemieberichterstattung. Das heißt, wenn man tatsächlich mal in die Details geht, die Leute eigentlich wissen müssten, wo ich als Journalist sage, eigentlich müsste ich den Leuten mal erklären, wie das im Detail funktioniert. Da sagt mein Chefredakteur hier, piep, 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 wir wollen, dass die Leute uns lesen, also ich gehe mal auf eine andere Ebene. Das sagt nicht nur mein Chefredakteur, das sage ich natürlich auch. Also man muss außer wenn man Spektrum ist, muss man halt diesen relativ klaren Alltagsbezug, muss man ein bisschen Identifikation und so weiter haben. Und positive Identifikation bei Politikern ist durchaus schwierig. Es gibt ja immer wieder Politiker, also es ist schwierig für Journalisten, ne? Es gibt immer wieder Politiker, zum Beispiel der Gutenberg hatte eine relativ gute Phase mit der Presse, dann wird immer gesagt, ja, aber ihr schreibt den Typen doch so hoch. Da hat sich ja natürlich auch gezeigt, ja, der wurde hochgeschrieben, das war auch ein Typ, der dann darauf basiert hat, dass er hochgeschrieben wurde. Und dann ein paar Wochen später wurde er runtergeschrieben und dann haben alle gesagt, ja, ihr seid doch total unfair zu dem armen Kerl. Erstens, man kann es keinem recht machen. Zweitens, wer ist schon fair? Also gerade bei diesen personalisierten Geschichten, die man ja über die Politik machen muss, damit die Leute das lesen, ist es nicht so ganz einfach, den Leuten wirklich gerecht zu werden. Einerseits den Leser gerecht zu werden, andererseits dem Opfer quasi. Schwierig. Also mein Eindruck ist ähnlich, dass sich Skandale natürlich besser verkaufen, aber zu den inneren Mechanismen, warum Politikjournalisten so schreiben, da müsste vielleicht ein Politikjournalist dann was zu sagen, weil das ist auch wieder so ein relativ spezielles Ressort. Ja, und das zweite Thema, wie gesagt, das angesprochene Wirtschaftsthema, ich habe mir vor kurzem im Zusammenhang auch mit diesem ganzen Urheberrechtsthema natürlich angesehen, wie sieht denn eigentlich die wirtschaftliche Situation in dem gesamten Bereich aus und habe dann festgestellt, also ich war über zwei Dinge halt sehr entsetzt. Erstens, wie klein volkswirtschaftlich gesehen der gesamte Sektor ist, also wenn man jetzt Rundfunk, Zeitschriften, Verlage, Musik zusammennimmt, kommt man irgendwo auf Einnahmen in Höhe von ungefähr 50 Milliarden Euro im Jahr und verglichen jetzt mit einfach nur Telekommunikationsindustrie, die liegt dann beim 2,5-fachen mehr, also einfach nur dafür, dass Bits transportiert werden, sind wir bereit, viel, viel mehr Geld auszugeben. Und von dem Geld wiederum, je nachdem bei den festangestellten Redakteuren, die sind da jetzt nicht drin, aber alles, was sozusagen jetzt freie Urheber angeht, kommen von den 50 Milliarden zwischen, je nachdem, 5-7% bei denjenigen an, die die Inhalte
produzieren. Und da habe ich mir natürlich jetzt die Frage gestellt, das ist natürlich eine extreme Schieflage und das sind aber offensichtlich auch die beiden Stellschrauben. Das eine ist, es müsste mehr ankommen und wenn man jetzt ins Internet guckt beispielsweise und einfach als freier Redakteur, Schreiber, Musikmacher, wie auch immer, Autor sein Buch auch bei Amazon oder Apple einstellt, dann hat man prozentual ungefähr schon mal das Zehnfache, also statt 6% habe ich halt 60% oder 70%, die in meine Tasche fließen. Das heißt, siehst du das auch als Chance? Das ist sozusagen die eine Sache. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wo wir doch eigentlich jetzt Informationsgesellschaft sind, warum ist so sektoral dieser ganze Medienbereich, nenne ich mal, mit nur so wenig am Bruttoinlandsprodukt beteiligt. Also der Kuchen ist klein und dann gibt es nur noch winzige Stücke vom Kuchen. Und da frage ich mich, ob nicht grundsätzlich irgendwas verkehrt ist an dem System, was den Kuchen so klein hält. Ja, natürlich ist da grundsätzlich was dran verkehrt. Da sind nämlich die Leute wesentlich eher bereit, Geld für technischen Krimskrams auszugeben. Ich meine, klar, ich habe auch meinen Laptop und ich benutze auch mein Smartphone. Da bezahle ich auch gerne für, die sind auch super. Aber die Diskrepanz kommt einfach daher, dass die Leute nicht bereit sind, angemessene Preise für die Produkte von Journalisten und Verlagen zu zahlen. Das ist ein großes Problem, dass dieser Unterschied natürlich aus der Wertwahrnehmung kommt. Ne? Und dass man sagt, hier kein Problem, ich gebe 1.000 Euro für einen Laptop aus, aber meine Zeitung darf nicht mehr als 2 Euro kosten. Da gibt es einfach eine Diskrepanz ein bisschen in dieser Wertwahrnehmung. Und auch in der Wahrnehmung des Wertes des quasi geschriebenen oder ins Netz gestellten Wortes. Weil man kann den Kram auf Spiegel Online ja umsonst lesen, man kann den Kram auf Zeit Online ja umsonst lesen. Also es gibt halt noch keine Paywall-Modelle. Es gibt Paywall-Modelle bei uns, aber da muss man dann auch erstmal abonnieren. Und wir stellen natürlich auch Inhalte frei ein, um die Leute zu uns zu kriegen. Das ist einfach, ja, das ist ein Problem. Und da ist dann natürlich die Frage, wie groß sind die Chancen, das Problem zu beseitigen, wenn das Problem eben nicht darin liegt, dass da irgendwo im System der Wurm drin ist oder so, sondern dass das Problem einfach das ist, dass die Leute nicht bereit sind, für unser Produkt zu bezahlen, sie aber sehr, sehr gerne bereit sind, für andere Produkte weitaus mehr zu bezahlen. Also diese Wertwahrnehmung, die verhindert eben, dass sich so Lösungen entwickeln. Und dann durch diese Wertwahrnehmung, die ändert sich ja nicht, wenn sich der Kanal ändert. Jedenfalls nicht nennenswert. Ja, gut. Vielleicht eine Nachfrage dann, wie würdest du zu etwas stehen, wenn wir als Gesellschaft sagen, wir halten es aber für wichtig, sozusagen freien Journalismus und Inhalt, Content und sagen, okay, jeder ist aber, so wie wir es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, verpflichtet, einfach eine Summe jeden Monat zu bezahlen und die wird dann aber abhängig davon verteilt, wie viele Leute dann die entsprechenden Werke dann rezipieren? Oh, gute Frage. Gab ja diese Diskussion schon. Habe ich Bauchschmerzen mit? Haben sehr, sehr viele Kollegen auch Bauchschmerzen mit, weil wir die Vorstellung von öffentlich-rechtlichem Printjournalismus schwer in Einklang zu bringen finden mit der Medienvielfalt. Also es ist ja durchaus so, dass wir sehr unterschiedliche Sachen haben. Dass wir von der Bild-Zeitung, wir haben die FAZ, das sind alles verschiedene
ja, verschiedene Level, auf denen geschrieben wird, verschiedene Zielgruppen, die angesprochen wird. Es gibt jetzt nicht mehr so sehr, aber früher gab es, es gab linke Zeitungen, es gab rechte Zeitungen. Die FAZ war eher konservativ, die Süddeutsche war eher links und so. Das hat sich ja alles dadurch entwickelt, dass es eben diese unterschiedlichen Märkte gab. Und wenn das jetzt alles aus einem Topf kommt, basierend auf Klickzahlen, das heißt, wenn diese Ansprache für bestimmte Bevölkerungssegmente wegfällt und man letztendlich dann doch noch mehr auf Masse schielen muss, um mehr aus diesem Topf rauszukriegen, wenn praktisch die einzige Zielgruppe dieser Topf ist, dann optimieren dann letztendlich doch alle auf diesen Topf hin und dann war es das mit der Medienvielfalt. Insofern ist es eine ganz nette Idee, aber ob es so funktioniert, ich meine, es wäre immer noch besser, als wenn uns die Presselandschaft jetzt komplett wegbricht und das Einzige, was wir haben, sind kostenlos Zeitungen vom Lidl oder so. Natürlich wäre das viel schlimmere Szenario. Ich sag mal, solange es irgend möglich geht, sollte man meines Erachtens die Publikation und Presseverlage unabhängig halten, denke ich schon. Also, ob man in irgendeiner Weise dann eine gesellschaftliche Quersubvention da hinten rum macht, kann ich nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht wäre. Hätte ich wahrscheinlich auch kein gutes Gefühl mit, aber wie gesagt, bevor uns die ganzen Zeitungen wegsterben. Ja, also da habe ich kein gutes Gefühl bei. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass es bei uns eben im Journalismus in Deutschland eher um das Einordnen geht und im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum allgemein eher das, was man so immer so abwertend den He Said, She Said Journalismus nennt, wo man immer beide Seiten befragt und das dann auch dazu führt, dass natürlich dann einfach zu jedem Klimawandelartikel auch immer der Klimaleugner gleich mitzitiert wird. Ist das eine Kulturfrage oder ist es vielleicht einfach das Endergebnis von diesen Sparmaßnahmen im Endeffekt oder den Kostendrücken, dass man sagt, das ist relativ einfach produzierter Content, wenn ich immer noch die Gegenstimme suche, dann muss ich selbst gar nichts einordnen und sage, hier ist der Artikel, macht was draus. Das ist schon ein kultureller Unterschied. Also es gibt durchaus sehr, sehr deutliche kulturelle Unterschiede zwischen dem angloamerikanischen Raum und dem deutschsprachigen Raum. Zum Beispiel auch was Meinung in Artikeln angeht. Weil im englischsprachigen Raum sind sie mit Meinungen oft durchaus vorsichtiger, durchaus ein bisschen stärker abgegrenzt als hier. Hier gibt es Leute, die sich Journalisten nennen, aber eigentlich nur noch Kolumnisten sind. Es ist schon durchaus eine kulturelle Differenz. Beides hat auch seine Berechtigung. Es wird immer gesagt, hier, das eine Modell ist besser, das andere Modell ist besser. Es hat beides Vorteile und Nachteile. Ich könnte mit beiden ganz gut leben, muss ich sagen. Aber ja, kulturell. Ich möchte noch was sagen in Richtung von den Sachen, die der Pavel gesagt hat. Und zwar, ich war jahrzehntelang Otto-Normal-Konsument von journalistischen Leistungen und habe das so hingenommen, weil ich es nicht anders kannte. Und seit ich in der Piratenpartei bin, mache ich ganz oft die Erfahrung, dass ich innerparteilich etwas erlebe und dann die zugehörigen Artikel in den Zeitungen lese und dann feststelle, und wenn ich das selber erlebt habe, habe ich eine bestimmte Meinung zu dem, was ich erlebt habe. Wenn ich aber die ganzen Artikel gelesen habe, habe ich eine ganz andere Meinung. Und das stört mich eigentlich. Ich würde gerne, wenn ich die Artikel gelesen habe, genau die gleiche Meinung haben, als hätte ich es selber erlebt. Gibt es da irgendwelche Problembewusstsein? Geht das anderen auch so? Oder hat man da schon mal versucht gemacht, das anders aufzuziehen? Ich meine, möchtest du wirklich, dass du nach dem Lesen eines Zeitungsartikels praktisch die gleiche Meinung hast, wie du sie vorher hattest? Ich meine, das ist doch der Sinn des Zeitungsartikels quasi, dass da ein Journalist hingeht und quasi dann berichtet. Und dabei kann natürlich ganz was anderes bei rauskommen, als wenn du da sitzt oder wenn ich da sitze. Also das ist
das würde ich jetzt, da würde ich jetzt kein so großes Problembewusstsein sehen, weil du scheinst ja jetzt ein bisschen davon auszugehen, dass es quasi einen objektiven Ablauf gibt, den du wahrnimmst, und der Journalist schreibt dann was völlig anderes und nach dem Motto hat er eine ganz andere Veranstaltung gesehen. Aber es kommt ja durchaus vor, dass zwei Leute, die in der gleichen Veranstaltung sitzen, zwei völlig unterschiedliche Veranstaltungen für sich jeweils sehen. Was wäre doch toll, wenn die Journalisten es schaffen würden. Ja. Lass mich mal wieder abhören. Ja, danke.